So, herzlich willkommen zurück. Und wir hören genau da auf, wo wir letztens aufgehört haben. Hier ist tatsächlich Zetum zum Beispiel installiert auf dem wunderschönen Laptop. Das starten wir mal kurz. Und auf dem Laptop, dank der 700 MHz CPU, läuft Zetum auch einigermaßen. Braucht halt nur aufgrund von klassischer Festplatte ein bisschen. So, was nehmen wir denn heute? Ich glaube, wir nehmen mal Doom 2, so ein Klassiker. Oder Ultimate Doom. Oh, die Maus kommt irgendwie nicht mit dem Mauspad klar. Da siehst du, da hat man jetzt gerade ein bisschen durchflitzen sehen, 697 MHz. Das ist die Maximaltaktung, die der Prozessor kann. So. Und hier funktioniert doch alles relativ flüssig. Ist doch jetzt die native Auflösung von, by the way, 1024x768. Und es läuft butterweich. Es ist Software-Rendering, aber wie gesagt, mit 700 MHz absolut kein Problem, selbst bei der Auflösung, weil, wie gesagt, Grafikkarte wird unterstützt. Ich kann jetzt gerade nur nicht mit der Maus und mit der Tastatur gleichzeitig spielen, während ich die Kamera halte. Das ist ein bisschen suboptimal gerade. Aber ich kann mal ein bisschen rumlaufen hier. Holen wir mal die Armor ab. Easy. Ja, das dazu. Beenden wir das Ganze mal. Und sonst habe ich hier, glaube ich, auch nicht so viel drauf, weil, wie gesagt, den Laptop nutze ich nicht wirklich aktiv. Das ist halt nur so ein bisschen Spielerei hier, ein bisschen Spielerei da, aber das war es dann auch schon. Ich habe hier, glaube ich, genau ein paar Videos habe ich hier drauf. Hatsune Miku Magical Mirai, diese Live-Konzerte von ihr. Da können wir uns ja mal einen reinziehen. Machen wir wieder ein bisschen den Ton leise mit diesen wunderschönen Medientasten. Die Medientasten sind by the way auch relativ witzig. Unter Windows steuere ich damit direkt die Hardware. Das heißt, wenn ich die Tasten drücke, merkt das Windows gar nicht, sondern ich überschreibe hiermit quasi die Windows-Einstellungen als Hardware-Lautstärke. Unter Linux wiederum, da sind das Software-Button. Da greife ich hiermit gar nicht auf die Hardware drauf zu, sondern das sind ganz normale Multimedia-Tasten für Linux. Sprich also, es wird einfach, wenn ich jetzt zum Beispiel MPV aufführe, einfach das entsprechende Event ausgeführt für... Er hat die Leiser-Taste gedrückt. So, hier haben wir das Video, falls ihr Media Player, man macht natürlich wieder das Video irgendwo ganz unten, warum auch immer. Aber wie man sieht, es funktioniert. Gut, ist auch nur DVD-Auflösung, viel mehr unterstützt der auch nicht, dafür ist die CPU dann halt zu langsam, weil auch der Laptop hat... Der Laptop hat sogar schon Hardware-Decoding, wohlgemerkt. Encoding natürlich nicht, aber Decoding kann der, glaube ich, MPEG 2. Das heißt, man konnte damals sogar DVDs original drauf wiedergeben. Oder? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall kann er halt Hardware-Skalierung und auch Bitblitting, also diese ganzen Oberflächenbeschleunigung, die kann der alle. Aber ob der Video-Decoding hat, bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, ehrlich gesagt. Kann nämlich durchaus sein, dass das nämlich auch noch nicht hat. Also Videowiedergabe, Spielwiedergabe, alles kein Problem. Ich habe hier noch so einen etwas anderen Media Player drauf, mit dem ich aber nicht so glücklich. Deswegen nutze ich hauptsächlich den vollsten Media Player hier drauf. MPV läuft hier drauf noch nicht. Ansonsten ist hier halt noch ein LibreOffice drauf, funktioniert auch wunderbar. Man kann das Ding also als vollwertigen Desktop für die Arbeit benutzen. Wenn man auf 30 Jahre alte Software steht, I don't know. Läuft alles. Wie gesagt, hier sind doch Bilder drauf, Musik drauf. Aber wirklich viel machen tue ich mit dem Laptop nicht. Lädt der jetzt? Ah ja, er lädt. Er braucht nur ewig. Weil Festplatte und so. So, da haben wir schon die LibreOffice. Selbst im Öffnen von Wilder braucht er ewig. Danke. Also ein bisschen die Schriftgröße ein bisschen größer machen hier. Oh, Alter, selbst da hängt der. So, Schriftgröße machen wir mal. Jo. Hey, wie gesagt, hat er das nicht erkannt? Ah doch.
Also, Schreiben funktioniert. Oh, er hat sogar Rechtschreibprüfung. Ich glaube, hier ist sogar GIMP drauf. Ne, also so ein paar Programme, die man so aus der Windows XP-Zeit halt kennt. Da kann man hier kurz reingucken. Genau, GIMP ist drauf. VLC Media Player ist drauf. LibreOffice ist drauf. Dann, das war damals so das Nonplusultra für alle Open-Source-Freunde natürlich. Das ist so ein Videocodec-Sammler. Also das war quasi LibAV, was halt vom FFmpeg-Tool kam. Da gab es ja dieses LibAV-Codex. Und dieses Projekt FFD-Show hat quasi dieses LibAV oder die LibAV-Bibliothek unter Windows mit den Windows-Tools nutzbar gemacht. Sprich, also alle Anwendungen, die unter Windows Medien wiedergegeben haben, konnten nahezu alle Codecs, die es damals gab, weil LibAV-Codec bis heute unterstützt immer nahezu alle Videoformate, die es so gibt. Sowohl uralte Videoformate als auch topaktuelle Videoformate und super Nischenformate von irgendwelchen Camcorders und so ein Scheiß kann LibAV-Codec alles wiedergeben. Und wie gesagt, FFD-Show sorgt dafür, dass Windows XP diese Bibliothek als Systembibliothek nutzen kann. Und das ist super cool. Für jeden Retro-Liebhaber, also das gab es auch schon damals, als ich damals Windows XP genutzt habe, aktiv hatte ich es auch schon drauf. Es war super geil, weil du konntest halt auf einmal einfach alle Videos wiedergeben. Du musstest nichts konvertieren, du musstest nichts irgendwie, ja, wie gesagt, du konntest einfach alles wiedergeben. War sehr geil damals. Zubehör sind halt die ganzen Standardsachen, kennt man, ne? Da habe ich nichts irgendwie manuell installiert. Genau, das war schon. Ja, das ist so ein kleines Tool, kennt man auch aus der Linux-Welt. Das habe ich ja bei meinem richtigen Rechner. Na, hier dieses Seitending. Das Ding gibt es auch portiert für Windows. Läuft unter Windows nicht ganz so gut, weil er da halt nicht so auf die ganzen Systemsachen zugreifen kann unter Linux. Aber wenn das dann mal lädt, in 3 Stunden, bitte haben Sie etwas Geduld. Oh, na gut, das dann dazu. Gut, das war also schon mal nix. Dann, ja, soll es damit also auch gewesen sein. Und dann sehen wir uns dann zum nächsten Video, zum nächsten Laptop dann auch, wieder. Von daher, bis dann.